hat bestimmt 10 Meter Schnur abgezogen. Und das für einen Dorsch, das ist schon eine ordentliche Leistung. Ach du Scheiße. Dorsch bzw. Skrei-Saison hier in Westnorwegen, wo wir auch zwischen Februar und März die Chance haben, welche zu fangen. Einen, allerdings nicht sonderlich großen, hatte ich ein paar Tage zuvor herausgezogen. An diesem Tag sollte es ein dickerer sein. Köder, ein 18 cm langer feuerroter Twister mit 60 Gramm Bleikopf. Auch wenn es hier nur 20 Meter tief ist, immer volle Konzentration während des Fallens des Köders. Jetzt habe ich mal einen großen Dorsch dran, Leute. Jetzt habe ich wirklich einen großen Dorsch. Vier Steine. Hat bestimmt 10 Meter Schnur abgezogen. Und das für einen Dorsch, das ist schon eine ordentliche Leistung. Auf den roten wieder. Wow. Kräutern wegkriegen hier. Einfach nur Monster Lür. Ach du. Ach du dickes Ei. Wow. Und ein angefallener Monster Lür. Was schwimmt denn hier noch für Monster rum? Das ist ja Wahnsinn. Gefressen und gefressen werden. Das hier hat der Pollack während des Drills aus seinem Futtersack ausgeworfen. Heiliger Strohsack. Was ist denn das für ein Gerät? Man muss sich das mal vorstellen, der ist noch selber attackiert worden. In Erwartung eines großen Fisches hatte ich auch das Gaff statt des Keschers mitgebracht. Leck mich am Arsch. Schade, dass ihr die erste Hälfte des Drills nicht mitbekommen habt. Wahnsinn. Aber schaut euch mal hier diese Beschädigung an. Beziehungsweise diese Bissspuren. Ist doch unglaublich, oder? Wer attackiert solch einen großen Fisch? Wahnsinn. Was für ein Monster von Pollack. Der übertrifft sogar noch den Fisch, den ich vor einigen Jahren in Jondal am Hardangerfjord fing.